Ja, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem Livestream hier aus dem Medienzentrum des Polizeipräsidiums München. Wir möchten Ihnen einen aufsehenerregenden bzw. außergewöhnlichen Fall vorstellen, der sich zugetragen hat und bei dem ein Pfleger und sein Wirken in einem Münchner Krankenhaus im Mittelpunkt stehen. An und für sich würden wir diesen Fall im Rahmen einer großen Pressekonferenz vorstellen und der Raum wäre jetzt voll. Das ist Corona-bedingt nicht möglich. Deswegen haben wir uns zu diesem Livestream entschieden, um Sie, werte Medienvertreterinnen und Medienvertreter, zu informieren, aber auch Sie, liebe Twitter- und Facebook-Community, um Sie entsprechend über den Fall und Vorgang zu informieren. Dazu haben wir zwei Gäste auf unserem Podium. Ich begrüße recht herzlich Frau Oberstaatsanwältin Anne Leiding von der Staatsanwaltschaft München I und den Leiter des Kommissariats 11, das zuständig ist für Tötungsdelikte, die sogenannte Münchner Mordkommission, Herrn Kriminaloberrat Josef Wimmer. Zum Ablauf. Wir werden eben zwei Redebeiträge haben. Zunächst stellt Herr Wimmer den Ermittlungsstand vor und dann übernimmt die Frau Leiding und wird den Fall, den Sachverhalt juristisch einwerten und auch etwas zu den strafprozessuellen Maßnahmen sagen. Dann kommen wir zu den Redebeiträgen. Herr Wimmer, bitte. Am Sonntag, den 8.11., erstattete ein Oberarzt eines Münchner Klinikums Anzeige gegen einen dort tätigen Pfleger wegen des Verdachts, dass dieser Patienten nicht verordnete Medikamente und diese dann auch noch überdosiert verabreicht hatte, welche zu einer drastischen Verschlechterung des Gesundheitszustands bis hin zum lebensgefährlichen Zustand geführt hatten. Die Münchner Mordkommission übernahm eben aufgrund dieses Vorwurfs bereits am Sonntag die Ermittlungen und auch führte entsprechende Vernehmungen durch und führte diese dann am Montag fort. Ebenfalls am Montag wurde der 24-jährige Pfleger vorläufig festgenommen und von Beamten der Münchner Mordkommission vernommen. In seiner Vernehmung bestritt er jedoch alle Vorwürfe. Zum Sachverhalt ist es so, dass der beschuldigte 24-jährige Pfleger seit dem 01.07.2020 in dem Münchner Krankenhaus tätig ist und dort vorrangig in den sogenannten Wachraum oder Wachstation eingesetzt wird. Das ist ein spezieller Raum für Patienten, welche nicht mehr intensiv medizinisch betreut werden müssen und aber dennoch einer erhöhten engmaschigen Kontrolle und medizinischen Versorgung auch mit technischen Geräten bedürfen. In diesem Fall ist er im Regelfall für 4 Patienten in dem Zimmer zuständig und befindet sich ständig in diesem Wachraum. Am Samstag, dem 7.11., war es dann eben so, dass bei 2 Patienten, bei einem 91-Jährigen und bei einer 54-Jährigen, sich der Gesundheitszustand plötzlich und unerwartet drastisch verschlechtert hatte, sodass diese auch einer intensiven medizinischen Betreuung zugeführt werden mussten, während der Pfleger als ständig anwesender Pfleger in diesem Raum zuständig war. Ein aufmerksamer Oberarzt fiel auf und er erinnerte sich, dass der Pfleger auch in einem weiteren Fall am 25.10. Dienst hatte, als ein 90-Jähriger plötzlich und ebenfalls wieder unerwartet sich sein Gesundheitszustand drastisch verschlechterte und auch intensivmedizinisch betreut werden musste. Aus diesem Grund ließ der Oberarzt weitere Blutuntersuchungen anordnen von allen 3 Fällen und stellte fest, dass bei allen 3 im Blut Medikamente aufgefunden wurden, welche nicht verordnet waren und auch in einer Überdosis vorlagen. Diesen Verdacht teilte er umgehend seiner Klinikleitung mit. Die Klinikleitung reagierte sehr umsichtig. Sie teilten den Pfleger nicht mehr zu weiteren Schichten ein, informierten noch am Sonntag eben die Polizei und zeigten sich auch in den Ermittlungen sehr, sehr kooperativ. Von Seiten der Münchner Mordkommission stellt sich natürlich die Frage, ob der Pfleger noch für weitere Fälle in Frage kommt. Das heißt, wir werden den gesamten Beschäftigungszeitraum vom 01.07.2020 bis Montag untersuchen, ob es hier Auffälligkeiten gegeben hat, ob es möglicherweise noch weitere Geschädigte gibt. Und das bedeutet natürlich eine Vielzahl von Ermittlungen und Abklärungen, weshalb wir eine Ermittlungsgruppe, die sogenannte Ermittlungsgruppe Wachraum, mit 10 Beamten eingerichtet haben, um diese Vorfälle zu untersuchen. Zum Motiv ließ sich der Beschuldigte
nachdem er nicht gestanden hat, ebenfalls nicht aus. Allerdings liegen uns Chatverläufe vor, die darauf hindeuten, dass er möglicherweise die Patienten bewusst in einen so schlechten Gesundheitszustand durch Medikamente brachte, um anschließend sie reanimieren oder zumindest bei der Reanimation zum Teil dabei zu sein und gegenüber Arbeitskollegen oder Mitmenschen zu glänzen, zu sagen, ich habe wieder so und so viele reanimiert und sie haben alle überlebt. Ich mache meine Arbeit super. Ich bin ein Pfleger aus Herz und Leidenschaft. Was in diesem Fall besonders bemerkenswert ist, ist das Verhalten der Klinik und der Klinikmitarbeiter. Hier des aufmerksamen Oberarzt begonnen, der hier die notwendige Aufmerksamkeit und Sensibilität zeigt. Man muss sich so vorstellen, in diesem Wachraum sind viele Patienten, denen es auch gesundheitlich sehr schlecht geht, die eben auch ein entsprechend hohes Alter aufweisen. Von daher sind Komplikationen und gesundheitliche Rückschläge nicht immer unnatürlich, sondern es ist eine oft logische Folge. Und der hier gezeigt hat, dass er den richtigen Augenmerk gehabt hat, sofort Klinikleitung verständigt hat, Blutuntersuchungen angeregt hat, dann auch seitens der Klinikleitung die Polizei am Sonntag sofort eingeschalten worden ist, sodass wir die weiteren Ermittlungen aufnehmen konnten und auch zumindest Stand jetzt auch sagen können, dass sich der Tatverdacht insofern erhärtet hat, dass auf Antrag der zuständigen Kapitalabteilung der Staatsanwaltschaft München I der Ermittlungsrichter am Dienstagnachmittag, also gestern Nachmittag, einen Haftbefehl erlassen hat wegen versuchten Mordes in 3 Fällen. Aber dazu wird Frau Leiding natürlich noch nähere Ausführungen treffen. Auch im weiteren Verlauf, auch den ganzen Untersuchungen bezüglich des Wirkens an der Arbeitsstätte von diesem Pfleger zeigt sich, dass Klinik sehr kooperativ und unterstützt hier nach allen Möglichkeiten und das erleichtert natürlich die Ermittlungen enorm. Vielen Dank, Herr Wimmer. Jetzt Frau Leiding, bitte. Ja, dem Lob von Herrn Wimmer möchte ich mich jetzt gleich anschließen, weil es ja tatsächlich so ist, dass es für uns in den Ermittlungen immer sehr, sehr wichtig ist, dass jemand, der vor Ort etwas beobachtet, vielleicht seinem unguten Bauchgefühl einfach mal nachgibt und seinen Zweifeln nachgeht und uns dann eben informiert, damit wir dann entsprechende Ermittlungen machen können. Und das ist tatsächlich hier aus unserer Sicht sehr, sehr gut erfolgt und auch die weitere Kooperation mit dem Krankenhaus ist wirklich gut. Herr Wimmer hat schon kurz erwähnt, es war so, dass eben die Polizei am Sonntag informiert wurde. Da begannen schon die ersten Ermittlungsmaßnahmen. Im Laufe der sehr langen Vernehmung des Beschuldigten ergaben sich dann eben so viele Anhaltspunkte, dass ihm dann am Abend des Montags, dem 9.11., die vorläufige Festnahme erklärt wurde. Die Staatsanwaltschaft hat dann am Dienstag, den 10.11., einen Haftbefehl beantragt, den die Ermittlungsrichterin auch wie beantragt erlassen hat. In diesem Haftbefehl wird dem Beschuldigten zur Last gelegt, versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in 3 tatmehrheitlichen Fällen. Wir gehen also im Grunde genommen, grob gesagt, von 3 Fällen des versuchten Mordes aus. Warum Mord? Sie wissen, wir brauchen dafür ja immer Mordmerkmale. Wir gehen nach derzeitigem Ermittlungsstand von 2 Mordmerkmalen aus, nämlich zum einen die niedrigen Beweggründe. Herr Wimmer hat ja zum möglichen Motiv schon ein bisschen ausgeführt, dass wir aus der Telekommunikation des Beschuldigten Erkenntnisse haben, dass er sich eben als Lebensretter gegenüber den Kollegen gerieren wollte und so ein bisschen sagen wollte, das ist toll, ich habe schon wieder da jemanden gerettet. Und deshalb das Leben eines Menschen in Gefahr zu bringen, nur um dann später als glänzend, als strahlender Ritter darzustellen, das ordnen wir natürlich ganz klar als niedrige Beweggründe ein. Und Heimtücke liegt natürlich aus unserer Sicht auch vor, weil die Personen, die Geschädigten hier auf keinen Fall mit diesem Angriff auf sich gerechnet haben.
Die wichtige Frage ist natürlich jetzt auch für uns, für die Ermittler, für die Staatsanwaltschaft, mit wie vielen Fällen haben wir es noch zu rechnen. Wir können nur versprechen, wir werden natürlich alles tun, um den Sachverhalt vollständig aufzuklären. Wir fangen jetzt mal mit dem gesamten Beschäftigungszeitraum an. Natürlich ist es auch so, dass wir uns auch darum kümmern werden, was eventuell, ob es Erkenntnisse gibt zu vorherigen Einsätzen des Krankenpflegers. Letztendlich ist es aber so, dass der erste Fokus jetzt zunächst mal auf den ganz aktuellen Einsatz hier in einem Münchner Krankenhaus gerichtet wird. Vielen Dank. Dann sind wir schon in aller Kürze zum Ende unseres Streams angekommen. Vielen Dank, Frau Leiding, vielen Dank, Herr Wimmer. Bekanntermaßen finden Sie die schriftliche Medieninformation auch auf unserer Homepage. Dann bleibt uns nur noch, uns zu bedanken für Ihre Aufmerksamkeit, Ihnen einen schönen Tag zu wünschen. Bleiben Sie gesund.